Liebe Zuschauer, ein allerherzliches Willkommen bei Blaupause TV. Heute werden wir uns mal ein bisschen über Zukunftsaussichten Gedanken machen. Wir werden auf aktuelle Ereignisse eingehen und dazu begrüße ich heute meinen Gast. Das erste Mal bei Blaupause TV. Ich freue mich sehr, dass der Gernot von Hagen. Alles Grüße, mein Lieber. Servus. Servus. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Du wurdest mir mehrfach mal empfohlen und ich hatte mir dann deine Inhalte auch mal angeschaut und habe sofort gemerkt, für mich persönlich, ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant, denn du zeichnest in der Tat ein Stück weit ein bisschen anderes Bild, als das vielleicht viele andere Kanäle tun, und das möchte ich auch unseren Zuschauern irgendwie nicht vorenthalten, denn deine Zukunftsprognosen sind durchaus positiv zu betrachten. Habe ich das so in Gänze so richtig mitbekommen? Ja, absolut. Und ich finde es erschreckend, dass wir eigentlich alle nur auf diese negativen Aspekte schauen und auch immer nur Zukunftsängste skizziert werden, aber wir uns gar nicht darauf besinnen, was wir hier in Gestaltungsmöglichkeiten haben, was wir auch schaffen können aus einer Schöpferkraft und in einem Gemeinwesen, in einem funktionierenden Gemeinwesen haben wir für die Zukunft alle Möglichkeiten. Und deshalb gibt es da auch nichts, was negativ sein muss. Und nur das, was wir zulassen, wird negativ und alles andere können wir gestalten. Hm. Kannst du unseren Zuschauern, die dich vielleicht noch nicht ganz so kennen, so ein bisschen was von deinem Background erzählen? Was sind so die Themen, mit denen du dich aktuell beschäftigst oder auch in der Vergangenheit beschäftigt hast, dass man so ein bisschen einen Einblick bekommt, wer du so bist? Ja, ich komme also ursprünglich aus Norddeutschland, lebe in Potsdam und bin seit 20 Jahren selbstständig. Mehrfacher Vater und habe vor 10 Jahren angefangen, über unterschiedliche Blogs mich im Internet auch umzutun. Diese gesamte alte, alternative Medienszene, die wir hier in Deutschland haben, habe ich dann auch immer wieder mit versucht, auch meine Sichtweisen anzubringen. Das ist uns auch über weite Teile, gerade auf dem Nachtwächter-Blog, über die letzten Jahre sehr gut gelungen und bin dann im vorletzten Jahr etwas verwundert gewesen, ob dieser neuen, sich entwickelnden Szene, und habe das mit Staunen dann verfolgt. Ich hätte mir gewünscht, dass wir da dann anfangen, wirklich über die Situation unseres Landes zu sprechen und auch einen Zukunftsplan gemeinschaftlich auch zu entwickeln und zu durchdenken. Und das hat dann erstmal leider in sehr viel Ängsten und sehr viel Hysterie gemündet. Und dann habe ich mich entschlossen, im Oktober vorletzten Jahres dann auch an die Öffentlichkeit zu gehen, auch Gesicht zu zeigen, und habe dort eben dann den Kanal Arminius Erben bei Telegram gegründet. Und dort machen wir dann auch in der Kooperation mit dem Frank die Arminius-Runde Nachrichten als Videoformat, aber wir schreiben eben auch nach wie vor Texte zu den Vorgängen geschichtlicher, politischer und finanztechnischer Art, die wir bei Metropol Chronicles und auch auf der Webseite dann demnächst der eigenen veröffentlichen, aber auch schon veröffentlicht haben. Und wir haben sehr viele Treffen initiiert. Die einen sagen dann immer, es sind reine Vorträge, aber das trifft es nicht so ganz. Wir sind im Land unterwegs, weil es einfach an der Zeit war, jetzt auch über die letzten 1,5 Jahre und nach wie vor ist, dass wir uns miteinander hinsetzen, dass wir auch über unsere Situation uns unterhalten und auch unsere Zukunft überlegen und dann auch daraus was gestalten. Es bedarf ja immer erstmal auch eine Analyse, ein genauerer Blick hinzuwerfen, und ich finde zum Beispiel auch wichtig, dass natürlich auch Kritik geäußert wird und auch die Dinge, die überhaupt nicht laufen, auch natürlich dementsprechend präsentiert werden, damit es bewusst wird bei den meisten Menschen. Aber oft bedarf es eben halt auch im Anschluss einer Lösung dazu, ne? Und es fehlt halt dann doch schon immer mal wieder. Auch bei uns, ja, wir nehmen uns da nicht raus. Es gibt auch viele Themen, die wir mal berichten und nicht sofort per Hand eine Lösung parat haben. Aber so ist es nun halt oft auch in dieser Szene. Und ich sehe das auch, dass mehr mit Angst wieder gearbeitet wird, was gar nicht notwendig ist, denn ich verstehe das richtig, ne? Wir haben es ja in der Hand. Wir müssten nur letzten Endes handeln. Man schaut sich immer die Medienlandschaft an, nicht nur die Alternativen, sondern auch die Öffentlich-Rechtlichen, und man fragt sich bei all dem absurden Wahnsinn, der auch jetzt ja öffentlich verkündet wird, selbst in den Mainstream-Nachrichten, warum wird nicht gehandelt? Ja? Was ist in dieser Bevölkerung, in der Gesamtbevölkerung los, dass hier nicht gehandelt wird oder dass einfach unterbunden wird? Ja? Wie siehst du das? Wie ist dein Eindruck dazu?
Naja, wir müssen uns da ganz schlicht und ergreifend über die Situation in unserem Land einfach mal wieder klar werden. Denn das, was hier existent ist, ist ja kein wirklich souveräner Staat. Das hat sich jetzt in weiten Teilen rumgesprochen. Und es hat eine Umprogrammierung stattgefunden, in dem wirklich auch eine Trennung zwischen dem Volk und dieser Verwaltungsstruktur da ist, und daraus ist ein Untertanentum entstanden, ein gedankliches. Alle halten sich an die vermeintlichen Vorgaben und Spielregeln, aber keiner spricht darüber, welche Situation wir hier im Land wirklich haben, oder nicht keiner, sondern kaum jemand benennt es klar. Und wir erleben hier immer noch in diesem Konstrukt als Resultat des Zweiten Weltkriegs. Das sehen wir mittlerweile auf der internationalen Bühne auch. Und da müssen wir einfach die Fakten ernsthaft auch klar ansprechen. Und das ist etwas, worum ich mich ja auch bemühe, diese ganzen finanztechnischen Vorgänge, die wirtschaftlichen Vorgänge, aber auch die politischen und jetzt militärischen Vorgänge der Neuzeit haben ja alle einen tieferen Sinn, auch einen Sinnzusammenhang. Und hier bei uns ist das große Problem, dass wir durch die massive Propaganda der letzten Jahrzehnte von unserem eigenen Historie und von unserem eigenen Dasein abgelenkt werden und nicht mehr kritisch uns mit unserer Situation beschäftigen. Das ist eigentlich die Aufgabe, die wir auch in den kritisch denkenden Kreisen brauchen. Und wir bekommen da auch von der Politik viel vorgeführt. Vieles von dem, was hier läuft, ist das, was ich auch vor 2 Jahren in einem Artikel mal formuliert habe, dass diese ganze Zeitspanne, Corona und alles, was jetzt danach kommt, die Abrissbirne ist der geopolitischen Nachkriegsordnung und dieser globalisierten Weltwirtschaft inklusive des Finanzsystems. Und der Abbauprozess läuft an allen Ecken und Enden, bloß auch dort ist einfach ein Ignorieren der Vorgänge und vor allem auch leider das Anschweigen viel zu groß geworden, weil wir untereinander nicht mehr mit reden und weil wir einfach auch über diesen ganzen Abbauprozess nicht klar uns austauschen. Und wenn wir das geändert bekommen, dann ist dieses ganze Land so veränderbar, wie wir es brauchen und wie wir es haben möchten. Du hast einen wichtigen Faktor gerade angesprochen. Die allermeisten Menschen sehen diese Ereignisse, die wir, sagen wir mal, täglich in den Nachrichten erfahren können, als getrennt von sich stattfindende Ereignisse. Und du hast gerade gesagt, die hängen aber letzten Endes alles miteinander zusammen. Es geht um den Abbau letzten Endes der Kultur oder der Systeme, die aktuell sind, um ein neues zu installieren. Da hören wir ja auch immer wieder von Klaus Schwab, wie sowas aussehen könnte. Das ist also etwas, womit du dich beschäftigst. Man könnte sagen, die Punkte zu verbinden, ja, und die Ereignisketten sozusagen miteinander zu verknüpfen. Ja, richtig. Das ist wirklich mein Anliegen. Und auch da ganz bei diesem essentiellen Thema des Geldes, der Finanzen, werden leider nicht wirklich die Faktoren richtig zusammensortiert. Und es ist einfach so, dass wir eine lange Geschichte haben des Geldes und auch dieses Papiergeldsystems. Und es gibt einige neuralgische Punkte, die auch dieses System nicht nur angreifbar gemacht haben, sondern letztendlich auch für den Abbau genutzt werden konnten. Das ist eine dieser faszinierenden Geschichten, dass nämlich die FED und die USA 1934 den chinesischen Staatsschatz übernommen haben und bis heute nicht zurückgezahlt haben. Sie haben es verweigert und sie haben versucht, den Goldstandard aufzuheben, um überhaupt zu überleben. Und jetzt ist es eben so, dass sie dazu gezwungen sind, nicht nur diese monetäre Aufrechnung vorzunehmen, sondern auch, das zeigt uns dann wieder der Mainstream, auch jetzt das zu tun, was in der Vergangenheit schon vor Jahrzehnten vereinbart worden ist, nämlich die echte Republik China, Taiwan, wird es seit 50 Jahren in der westlichen Presse genannt, zu verteidigen. Denn Taiwan, die echte Republik China, ist der größte Gläubiger der USA und der größte Gläubiger der Welt. Und das bringt den Dollar zum Einsturz. Deshalb sind auch die Ereignisse in China zwischen der Volksrepublik China und auch der Republik China, Taiwan, so elementar entscheidend. Weil auch dort findet jetzt in diesem Sommer voraussichtlich dann dieser militärische Schlag der Volksrepublik statt,
auf Taiwan. Und damit ist dann die USA gezwungen, Taiwan zu verteidigen und die Wirtschaftsbeziehungen zur Volksrepublik einzustellen. Das ist eine ganz klare Nummer, die ja auch in den Mainstream-Nachrichten jetzt benannt worden sind in den letzten Wochen. Und damit ist jetzt schon absehbar, dass mit all dem, was in der Vergangenheit sonst noch so gelaufen ist, der US-Dollar untergehen wird. Und auch das ganze Geschehen um die Ukraine hat dazu geführt, dass die vermeintliche Weltleitwährung US-Dollar nicht mehr gebraucht wird. Nur 20% des Welthandels sind ja bisher in Dollar abgewickelt worden. Und zwar massiv auch bei den Rohstoffen gab es diese Zwangskorsette. Und das ist in diesem Jahr alles beerdigt worden. Deshalb der US-Dollar ist überhaupt nicht mehr relevant. Der befindet sich schon in einem Abbauprozess. Und der ist eigentlich schon klinisch tot. Und deshalb ist es auch so, dass dieses Thema mit Klaus Schwab und dem Great Reset, das geistert überall noch durch die ganzen Gruppen und Kanäle durch. Und viele unterhalten sich darüber. Aber Klaus Schwab und alle anderen Spinner, die sich irgendwelchen wirklichen unbrauchbaren, kranken Kram ausgedacht haben, können nur in dem jetzigen Geldsystem und mit dem Dollar und über den Dollar und die jetzigen Machtstrukturen auch etwas schaffen. Und das hatten sie, das hatten wir letztendlich, wenn wir genau hingucken, schon fast geschafft. Aber es wird jetzt gerade abgebaut. Und dieser Abbauprozess als gegenläufiger Pol läuft auch schon sehr lange. Denn das muss man auch immer mit berücksichtigen. Es gibt nicht nur negative Kräfte, sondern es gibt auch immer positive Kräfte. Und vieles, was unsere aktuelle Situation bedingt, ist schon vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten und in einigen Fällen sogar vor 1000 Jahren entschieden worden. Und das sind die Spielregeln, an die sich alle halten müssen. Deshalb ist unsere Situation viel besser und auch der Mainstream liefert uns jede Menge sehr, sehr klarer Signale für diesen Prozess, diesen Wandlungsprozess, aber hin zur Auflösung dieser kranken Situation, in der wir jetzt festgesteckt hatten. Und das ist ja auch das, was aus Russland zu hören ist. Der russische Präsident und der Außenminister haben ja gesagt, keine unipolare Weltordnung mehr, sondern multipolare Weltordnung, kulturelle Identität, vernünftige Handelssysteme, vernünftige Abrechnungssysteme mit eigenen Währungen und nicht unter dem Zwangskorsett der Amis oder Engländer. Und von daher läuft alles wirklich sehr positiv, auch für uns alle, in eine gute Richtung. Wir erleben sozusagen die Zuckungen des sterbenden Systems, muss man ja letzten Endes sagen. Wie siehst du denn die Auswirkungen schlichtweg von, ich meine, Euro hängt auch am Dollar zusammen, wenn das zusammen und das kollabiert. Und wir sehen ja auch jetzt schon die Auswirkungen im Sinne der Inflation. Und das ist ja auch nur die schön gerechnete Zahl, die wir da präsentiert bekommen. In Wahrheit ist sie vermutlich viel, viel höher. Wie siehst du die Auswirkungen letzten Endes für Europa? Wird es noch eine EU geben in diesem Sinne? Nein, also eine EU in diesem Sinne braucht kein Mensch. Diese Regulierungswut, die sich dort entwickelt hat, auch die Übergriffigkeiten auf die einzelnen Länder, auch diese völlig falsche Grundanlage des Euros, die ja schon zur Euro-Einführung vor 20 Jahren auch thematisiert worden ist und auch skizziert worden ist von allen, die damals schon sich damit beschäftigt haben, das bricht zusammen und der Euro ist nur ein Bestandteil der Struktur, um Westeuropa unter Kontrolle zu halten. Das ist letztendlich nichts anderes als ein altes Kriegsziel und Thema. Und das ist ja auch beschlossen worden über diesen sogenannten Wiedervereinigungsprozess. Dann 1990 ist die Einführung des Euros beschlossen worden, um die deutsche Volkswirtschaft unter Kontrolle zu halten. Und den Rest von Europa dann auch gleich über dieses System. Und nach meinem Dafürhalten, und das ist ja nun auch, sehen viele ja mittlerweile so, wird dieser ganze Sterbensprozess dieser westlichen Wirtschaftsordnung und Politordnung dazu führen, dass der Dollar umfällt, der Euro umfällt, die EU umfällt und die EU und der Euro fallen um, weil die BRD auch ein Konstrukt des Zweiten Weltkriegs ist und aufgelöst wird. Auch jede andere Besatzungsverwaltung ist irgendwann aufgelöst worden und das wird hier auch bei uns passieren. Deshalb ist es eben für uns umso wichtiger zu begreifen, dass wir alle der Staat sind. Die Menschen,
sind der Staat. Nicht irgendwelche Eliten oder Funktionsträger, die irgendwo hingesetzt werden, haben unser Leben zu diktieren, sondern die gesellschaftlichen Strukturen, die wir hier brauchen für unser Land, die bestimmen wir letztendlich selbst. Wie sowas aussehen kann, das erleben wir ja aktuell in den Niederlanden. Und wir sehen, wie soll ich das ausdrücken? Das kann man fast gar nicht höflich ausdrücken. Dieses Thema ist ja überhaupt gar nicht präsent bei uns in den sogenannten Staatsmedien. Ja? Man hört davon überhaupt nichts. Und da ist aber richtig was los. Dort kannst du vielleicht uns, für die, die es vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben, einen kurzen Eindruck geben, was da gerade aktuell passiert und was die Gründe dafür sind, warum derzeit so viele Bauern und Landwirte im Wesentlichen, muss man ja eigentlich sagen, das gesamte Land boykottieren oder, sagen wir mal so, blockieren. Ja, das, was dort jetzt stattfindet seit der vergangenen Woche, hat auch einen mehrjährigen Vorlauf. Denn es gibt seit vielen Jahren eine Bestrebung, die Nahrungsmittelproduktion in Europa herunterzufahren über unterschiedliche Mechanismen. Das ist zum einen auch diese gesamten Umgestaltungsgeschehnisse im Bereich erneuerbare Energien. Das läuft seit 20 Jahren. Wir haben alleine für Biogasnutzung, aber auch für Bioethanol und für Biodieselnutzung rund 2,5 Millionen Hektar in Deutschland alleine aus der Produktion von Lebensmitteln herausgenommen und setzen diese ein für diese Prozesse der Energieerzeugung. Und darüber hinaus gibt es jetzt dann neben dem Klimawahn und dem CO2-Irrsinn, der sich ja auch breit gemacht hat über die Jahre, Bestrebungen, sogenannte Schadstoffeinträge zu reduzieren. Und da hat es schon vor Jahren politische Entscheidungen gegeben auf EU-Ebene, die nichts anderes als Idee haben, landwirtschaftliche Nutzfläche zu enteignen und den Anbau einzuschränken. Und das alles findet immer in dem Brennglas und als Vorreiter in Holland statt. In Holland hat jetzt die Regierung in der letzten Woche einfach ein Papier veröffentlicht und eine dazugehörige Karte, in dem dann einfach festgelegt wurde, in welchen Regionen des Landes überhaupt gar keine Landwirtschaft mehr stattfinden kann, de facto nach diesem Papier. Und das hat zu diesen aktuellen Protesten geführt, auch wenn insgesamt diese ganzen Proteste auch der landwirtschaftlichen Szene schon jahrelang betrieben worden sind, aber leider immer am Verbraucher vorbei, weil die Supermarktregale ja immer voll waren. Und all das, was jetzt auf uns zukommt, ist schon wirklich nur noch irrsinnig. Was dort beschlossen wurde, ist einfach schwer gestört, vor allem weil ja die Politiker und auch die WHO im Moment seit langen Monaten erzählen, dass 350 Millionen Menschen auf dieser Erde akut von Hunger bedroht sind. Nein, oder hungern und noch mehrere hundert Millionen auch akut von Hunger bedroht sind, wegen auch der Dürre, die wir insgesamt haben, weltweit und die Ernteprognosen relativ schlecht sind. Und da ist es einfach nicht zu fassen, dass gerade in solchen Situationen, auch wie wir sie ja nun schon seit Jahren haben, hier bei uns in Europa Flächen aus der Erzeugung herausgenommen werden und weiterhin auch diese Produktion eingeschränkt werden sollen. Und dazu kommt dann ja auch noch diese Gaskrise, die nächste Woche kommt. Die wird dann die Weiterverarbeitung von gewissen Lebensmitteln nicht mehr möglich machen. Vielleicht vorübergehend, vielleicht auch dauerhaft. Ich bin eher bei dauerhaft. Und das alles führt dazu, dass die Landwirte dort wirklich protestieren, um darauf aufmerksam zu machen, dass mittlerweile nicht nur in Holland, sondern auch hier bei uns mit der Lebensmittelgrundversorgung gespielt wird durch irrationale, kranke politische Entscheidungen. Und diese Entscheidungen sind nicht im Interesse der Menschen, denn durch die Maßnahmen, die wir allein in den letzten Jahren schon dann gesehen haben und die verordnet worden sind, ist es so, dass wir selbst in Deutschland nicht mehr genug backfähiges Getreide erzeugen, um daraus Brot zu machen. Und in anderen Bereichen, ob jetzt Obst oder Eier oder auch Honig, schon seit vielen Jahrzehnten haben wir keine Vollversorgung. Und das alles ist irrsinnig. Und dazu kommen noch die Marktmechanismen, wie wir es jetzt im Moment ja auch haben. Es werden Billigimporte hier ins Land geholt und in Deutschland vernichten wir gerade
Lebensmittel. Auch nicht nur aktuell jetzt, sondern die Vernichtung von Lebensmitteln ist auch Programm in der EU schon seit Jahren. Und all dieses ganze System ist nicht mehr tragfähig wegen der Eigenversorgung, die wir nun mal brauchen, und aber auch dem weltweiten Hunger, der existent ist. Und da klafft einfach Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Und deshalb wird es aller Voraussicht nach auch in der deutschen Bauernszene, in der Agrarszene jetzt dann zu Protesten kommen, um auf diese Versorgungslücken, die dort entstehen können, hinzuweisen. Das ist auch deshalb so wichtig, dass auch wirklich die Menschen im Land sich mit dem Thema mal beschäftigen und dann auch diese Proteste unterstützen. Und zwar nicht nur mit Energie oder Anteilnahme, sondern auch wirklich auf der Straße mit unterstützen bei den Aktionen, die in den nächsten Wochen hier auch im Land entstehen werden. Und hier kann man ja wunderbar erkennen, dass es eben einer Ideologie folgt, ja, und eben nicht wirtschaftlich rationalen Entscheidungen, die aufgrund von einer sinnvollen Analyse bedarf. Denn sonst wird es genau diese Missstände ja gar nicht geben, weil jeder denken, das kann ja jeder Sechsjährige, kann das ja letzten Endes sich zusammenaddieren. Ja, wir sehen das ja auch mit dem ganzen Thema Russland und Gas. Ja, sie würden liefern wollen, das ist aber gar nicht gewollt hier. Es hat einfach einen ideologischen Hintergrund, was die Regierungen dort machen. Man muss sich das mal vorstellen, gerade in den Niederlanden, da wird mehr oder weniger auf Knopfdruck von heute auf morgen oder innerhalb kürzester Zeit die gesamte Existenzgrundlage einfach vernichtet, abgeschaltet. Ja, per Dekret, so, ihr dürft es nicht mehr, Feierabend. Solche absurden Zustände kann man sich eigentlich ja gar nicht vorstellen. Das ist vielleicht mag auch der Grund sein, warum wir davon hier nichts hören oder im Mainstream nichts ankommt. Denn da, wie du schon ganz zu Anfang auch gesagt hast, dort herrscht eigentlich ideologische Verblendung und Propaganda. Mehr ist es nicht, ne? Es erinnert schon wieder an Durchhalteparolen. Diesen ganzen Irrsinn und diesen ganzen Wahnsinn. Und ich wundere mich auch immer wieder, wie gesagt, wieso hört man davon nichts? Wieso macht der Mensch an sich, der dessen Grundlage ja vernichtet wird, und das sehen wir ja im Mittelstand, gerade in unserem Land, der ja nun massiv, wirklich massiv weggehauen wird. Man kann das nicht anders sagen. Es ist ein Krieg gegen den Mittelstand. Aber hörst du noch was von Protesten? Also ich höre da sehr wenig. Mag es vielleicht daran liegen, dass wir keine Lösung dafür haben? Wie wir damit umgehen, was kommt danach, dass der Mensch vielleicht erstmal eine positive Zukunft braucht, damit er überhaupt weiß, für was latsche ich denn überhaupt auf die Straße? Mag es daran liegen? Stimmt, also und mit Sicherheit liegt es auch daran, dass hier seit Jahren nicht mehr über unsere Zukunft debattiert wird und diskutiert wird und wir auch in weiten Bereichen einfach gar keine Vorstellung da ist, wie eine Zukunft hier im Land aussehen kann. Das ist Teil auch dessen, was natürlich hier bewusst gesteuert herbeigeführt worden ist, auch über die letzten Jahrzehnte. Und im Moment ist es vor allem so, dass dieser Zwang der Verordnung und auch die gesamtgesellschaftliche seltsame Situation dazu geführt hat, dass kaum noch jemand sich traut, den Mund aufzumachen. Und es ist einfach mit dieser Ersatzreligion des Geldes finanzielles Scheitern oder finanzielle Probleme auch nur zuzugeben, etwas sehr Schwieriges in diesem Land. Und deshalb entsteht dort auch nicht der richtige Druck, weil alle haben in der Vergangenheit mit dem Modell sich ja angefreundet und es zumindest stillschweigend akzeptiert, dass alles mit Geld geregelt wird. Das haben wir ja auch in den letzten 2 Jahren gesehen, wo dann auf einmal staatlicherseits immer wieder irgendwelche Rettungspakete ausgekippt worden sind und alles mit Geld wurde Stillschweigen erkauft. Und das funktioniert jetzt nicht mehr. Das ist ja das, was du gerade auch sagtest. Die Inflation ist da. Die Inflation ist aber nicht vom Himmel gefallen, sondern wenn einfach so viel Geld in den Markt gepumpt wird und die Geldmenge in Europa hat sich verdoppelt in den letzten 3 Jahren, dann ist es ja nicht schwer auszurechnen, dass dann Inflation kommt. Es ist auch nicht schlimm, wenn diese Währung untergeht, dann machen wir endlich mal richtiges Geld wieder seit langer Zeit. Ja. Und auch diese inflationären Schübe, diese ganzen Probleme auch in den Versorgungsketten, und zwar rein nur auf Grundlage auch des Ressourcenumgangs, den wir ja in irrer Art und Weise hier pflegen und zu einer Industrie des Wegwerfens geworden ist. Das ist unglaublich. Und dass es dann irgendwann zu Schwierigkeiten kommt,
ist ja klar gewesen. Das ist alles nichts Verwunderliches. Und dieses einfach mal als gegeben anzuerkennen, haben, glaube ich, schon viele vollzogen. Aber da kommen wir genau zu dem Punkt. Was kommt denn dann? Alle haben Angst vor dem Untergang des Euros. Alle können sich das mit der BRD irgendwie nicht richtig erklären, weil wir uns getrennt haben von unserer eigenen Geschichte und feststellen müssen, dass nach der BRD endlich wieder wirkliche freiheitlichen Entscheidungen hier möglich sind. Souveränität nennt sich das dann immer, auch ein bisschen vergewaltigter Begriff. Aber wir hier sind gar nicht in der Lage, unsere Interessen zu vertreten und sind darauf konditioniert worden, keine eigenen deutschen Interessen in irgendeiner Form öffentlich kundzutun. Und da müssen wir drüber hinweg und wir müssen uns vor allem auch wieder Gedanken machen, wie diese Zukunft aussehen kann. Nach meinem Dafürhalten ist es ja sehr einfach, Besatzungsverwaltung abschalten, dann wieder diese staatliche Grundlage des Deutschen Reiches hier selber in die Hand nehmen und die Rahmenbedingungen für die Zukunft dann so zu definieren, wie wir es brauchen, um im 21. Jahrhundert unsere sozialen Bedürfnisse, aber auch die natürlich wirtschaftlichen Bedürfnisse dann unter einen Hut zu bringen und nicht mehr ständig auch unsere Arbeitsleistungen ins Ausland zu verschenken, wie das heute im Eurosystem gang und gäbe ist, oder Kapital abfließen zu lassen, auch über die Spekulationen, die hier stattfinden, das sind ja alles Mechanismen, die sind relativ einfach auch hinzubekommen, wenn wir einfach erkennen, dass wir uns selber um unseren Laden hier wieder kümmern müssen und das klar auch und deutlich mal aussprechen öffentlich, wie das ja nun einige auch schon machen im Land, dass hier eben nicht freiheitliche, souveräne Staatlichkeit gegeben ist. Und auch das ist keine Verschwörungstheorie. Das hat ja sogar Schäuble zugegeben. Viele andere Politiker in der Vergangenheit auch. Kann man sich ja alles anschauen. Auch das ist ja alles aufbereitet. Und deshalb ist es ja nur die Frage, ab einem gewissen Erkenntnisstand, der erreicht ist, muss man dann einfach sagen, so, wir haben keinen Bock mehr auf das, was jetzt hier passiert. Und wir machen dann einfach mal was Sinnvolles mit unserem Leben. Das wäre ja langsam angebracht. Und dazu braucht es einfach jetzt auch diese Erkenntnisprozesse und auch Erkenntnisschritte, aber auch diese Abbauprozesse. Und dann werden, glaube ich, in den nächsten Wochen sehr viele sich auch der Diskussion anschließen. Und dann ist das auch eine voraussichtlich vielleicht nicht gesamtgesellschaftliche Bewegung, die da entsteht, aber es wird sich auf jeden Fall von der Aufmerksamkeit in den nächsten Wochen sehr vieles tun hier im Land und sehr, sehr viel verändern. Ich würde es vielleicht mit meinen eigenen Worten kurz zusammenfassen und ohne zu tief ins Thema einzutauchen letzten Endes, aber du hast vollkommen recht, man kann Besatzungsrecht, brauchen wir bloß lesen, da steht das drin. Wir haben keine Verfassung, das sollte das deutsche Volk sich auch mal geben. Das ist eine klare Ansage schon immer gewesen. Die Maastricht-Verträge oder 2+4-Verträge sind kein Ersatz für eine Verfassung, sonst würde es so heißen. Das ist juristisch formuliert, nur für diejenigen, für die Zuschauer, die man den Anreiz brauchen, da hinzugucken. Und ich sehe auch natürlich das Thema, wenn der Dollar fällt, ja, dann ist Amerika weg und wir sind letzten Endes der Vasallenstaat von Amerika. Deswegen können wir keine eigenen Entscheidungen treffen und das sehen wir ja auch. Uns wird eben die Kooperation mit Russland verboten. Hintenrum wird aber das Gas woanders gekauft, von den Amis, von den Indern und zu dem vierfachen Preis an uns wieder verkauft, ja, damit eben dementsprechend der Geldfluss bleibt. Und wem dient es? Natürlich dient es in der Regel erstmal der Stabilisierung wieder des Dollars. Weil viele von denen, die sich damit sozusagen beschäftigen, noch gar nicht erkannt haben, dass er eben schon lange weg ist. Ja, Amerika wird die Vormachtstellung verlieren in diesem Jahrhundert. Das ist auch schon lange geschrieben worden, ja, von Wirtschaftsexperten und so weiter, also schon jahrzehntelang bekannt, dass der Tag kommen wird. Und letzten Endes kann man konstatieren, wir befinden uns sozusagen mitten in diesem Prozess drin. Und erst wenn wir uns davon koppeln, sei es eben das Besatzungsrecht aufzuheben, wieder ein ernsthaft souveräner Staat zu werden, eigene Währung vielleicht, Regionalwährungen ist auch ein Thema seit vielen Jahrzehnten schon. Erst dann haben wir überhaupt die Möglichkeit, wieder frei und wirklich souverän zu agieren. Und all das ist also letzten Endes auch ein Prozess.
Und deswegen ist es auch notwendig, dass das, was jetzt da ist, dass das verschwindet. Ja, das ist, ich kann in ein volles Glas kein Wasser mehr reinkippen. Es muss in irgendeiner Form, wenn neue Information rein soll, muss das Glas geleert werden. Und das ist doch genau der Prozess, den wir beobachten. Ne? Ja. Ja, es ist ganz klar, so wie du es beschrieben hast, gerade auch nur eine Ergänzung dazu noch. Ein Grundgesetz gilt nur da, wo zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung während einer militärischen Besatzungsdauer die innere Ordnung und die Verwaltung gewahrt werden muss. Und das ist das, was die BRD ausmacht. Und das kann man nachlesen in der Haager Landkriegsordnung. Und von daher sind wir einfach in diesem Zustand drin. Das war bis vor 30 Jahren auch hier im Land eigentlich allen bewusst. Es ist nur kleingeschreddert worden und viele, auch aus unserer Generation und auch die Jüngeren, haben dann natürlich dann auch irgendwann den Anschluss verloren beziehungsweise sich auch eingerichtet mit den Geldmechanismen. Aber es ist nun mal so, dass diese großen Prozesse des Wandels, der Transformation oder wie auch immer man das ausdrücken möchte, natürlich nicht vor den einzelnen Menschen Halt machen und auch nicht darauf Rücksicht nehmen, ob das jetzt gerade jeder gerafft hat oder noch nicht so ganz verstanden hat. Es ist ein Thema, was nie weg war und was auch weiterläuft und auch im Moment weiterläuft und auch durchaus positiv für uns weiterläuft. Und deshalb ist es eben auch ja dringend geboten, dass wir auch in der alternativen Szene und in der Gesamtgesellschaft jetzt auch diese Einflüsse aufnehmen. Und es wird allen jetzt vorgeführt. Das ist auch gerade von dir hier angesprochen worden. Wenn wir mal allein überlegen, was jetzt die Bundesregierung, wie sie ja genannt wird, und vor allem Herr Habeck in den letzten Monaten alles erklärt haben. Also russisches Öl zu substituieren, ist überhaupt gar kein Problem. So, vor 2 Tagen wurde erklärt, das hat irgendwie gar nicht geklappt. Dann hat er erzählt, russisches Gas zu substituieren, ist überhaupt kein Thema. Endergebnis hat nicht geklappt. Dann hat er gesagt, wir kaufen von woanders. Norwegen liefert ab dem Wochenende auch nur noch weniger als die Hälfte an Gas. Dann kam die große These, ja wenn, dann kaufen wir Flüssiggas. Jetzt, heute, gestern und heute wird auch das Thema im Mainstream kaputt gemacht. Es war ja auch immer ohne Substanz, ohne in irgendeiner Art und Weise existente Realitätsbezug. Und auch bei anderen, ob nun Rohstoffen wie Kohle oder auch dem notwendigen Dünger, den wir aus Russland bezogen haben, anderen Stahl oder überhaupt Stahlgeschichten, Metallen bis hin zu Edelgasen, ist Russland einfach ein entscheidender Faktor. Und all das können wir nicht im Moment einfach beiseite schieben und so tun, als wenn wir es nicht bräuchten. Das ist alles Märchenkram. Und das fällt jetzt in den nächsten Tagen und wenigen Wochen dann auch dieses Kartenhaus zusammen. Und deshalb ist dieser Sommer nach meinem Dafürhalten ein sehr, sehr großer Prozess des gemeinschaftlichen Erkennens, alle zusammen. Und dann auch alle sind wir dann gefordert, eben mit der Zukunft uns zu beschäftigen und für die Zukunft dann auch einzutreten und da etwas draus zu gestalten. Und das wird ein schöner Prozess. Es ist nämlich so, dass das andere, was wir die letzten Jahre hatten, dieser Konsensbrei, unerträglich war. Und jetzt haben wir die Chance, endlich mal wieder gemeinsam mit was zu machen, miteinander und nicht mehr gegeneinander. Und das wird spannend. Das sind völlig neue Erfahrungen und die sind auch positiv gestaltbar. Das ist eben das, was man dann auch mal betrachten muss. Denn diese Machtsysteme, die dann immer benannt werden, die sind ja gar nicht so stark, wie immer getan wird. Das muss man sich auch klar machen. Diese Programmierung, die wir aufgenommen haben, uns immer nur unterzuordnen und irgendwo Bedrohungsszenarien zu sehen, das hält uns selber nieder. Man braucht ja bloß die letzten 30 Jahre mal sich wirklich die Hauptthemen, sagen wir mal, pro Quartal ja, in einem Jahr anschauen. Das ist nur Panikmache, sei es eben Peak Oil, dann kam Treibhauseffekt, ja, Waldsterben, saurer Regen. Kann man endlos auffisseln. Wir brauchen wieder, und das ist genau der Punkt, wir brauchen wieder mal 2 Schritte zurück, das große Bild sehen. Und letzten Endes, da muss man auch, kann man dankbar sein, die Politik liefert uns ja Steilvorlagen. Ich erinnere nur mal für diejenigen, die eine Steilvorlage brauchen. Noch vor wenigen Jahren hatte man Staubsauger abgeschafft. Warum? Weil wir
Strom einsparen müssen. Ja? Jetzt sollen wir aber alle Elektroautos fahren. Okay, finde den Fehler. Noch vor 2 Jahren musstest du dir Hände waschen. Jetzt sollst du weniger duschen. Ja? Und. Die Absurdität sieht man ja. Und ich möchte hier darauf nochmal hinweisen, dass der Rechenschaftsbericht letzten Endes ja, zum Thema Corona-Maßnahmen ist ja nun öffentlich. Nahezu alle Verschwörungstheorien, muss man ja sagen, stehen dort schriftlich drin. Es steht drin, das ist eine katastrophales Ergebnis. Was ja. macht die Regierung? Der versucht jetzt schon wieder für den Herbst die nächsten Maßnahmen zu beschließen, obwohl klar ausgedrückt wird, nichts davon hat in irgendeiner Art und Weise was gebracht. Also, ja, wobei da in dem Zusammenhang ist ja auch noch mal darauf hinzuweisen, der letzte G7-Gipfel im vergangenen Jahr hatte im Abschlusskommuniqué die Forderung herauszufinden, wo denn diese ganze vermeintlich größte Pandemie hergekommen ist. Und der Mainstream hat das vor 2 Wochen jetzt wieder aufgenommen und hat jetzt die Forderung im Raum gestellt, auch dort mal an die Grundzüge ranzugehen und sich mal damit zu beschäftigen. Auch das sickert langsam ein und auch das reift in der Gesamtgesellschaft durch. Es sind ja viele da, die auch an diesen ganzen Hokuspokus nicht mehr glauben. Aber das sind auch alles diese ganzen Psychospielchen, die hier betrieben worden sind, Ängste zu schüren, auch die Sachen zu verdrehen. Und jetzt ist halt die Realität am Einschlagen. Und das ist dann lustig, das ist dann unterhaltsamer. Ja, letzten Endes kann man das schon auch immer mit einem gewissen göttlichen Humor sehen. Ja? Das ist gut, dass du das eigentlich da reinbringst jetzt gerade, dass wir eben aus dieser Schwarzmalerei rauskommen, sondern eben, wie gesagt, das größere Bild vielleicht mal wieder betrachten und auch mal das mit unseren Gefühlen abgleichen. Ja, ist es denn so schlimm, wenn sich die bisherige Situation, der Status quo ändert, wenn wir eben halt eine Zukunftsperspektive geben können, die deutlich besser aussieht, dass wir Systeme haben, wenn wir Systeme brauchen, die dem Menschen dienlich sind und nicht mehr umgedreht einigen wenigen oder gar den Menschen vor Sklaven klein halten, in der Angst halten. Alles Themen, die ja zentral auch, das muss man ja klar sagen, auch in den alternativen Szenen in den letzten 2 Jahrzehnten enorm nach oben gegangen sind. Ich erinnere mich noch vor 20 Jahren, waren diese Themen, die wir gerade besprechen, alle schon da. Es ist eigentlich ja gar nichts Neues. Das, was neu ist jetzt, dass wir öffentlich darüber diskutieren. Natürlich gibt es immer Menschen, die dich dann komisch anschauen, aber in Summe kriegt man immer mehr mit, dass Menschen sich anfangen, damit auseinanderzusetzen und wirklich mal zu hinterfragen, ist denn das sogenannte alte Normal, ist das denn überhaupt normal gewesen oder haben wir es einfach nur als Normalität akzeptiert, weil uns eben das Modell gefehlt hat, zu sagen, wie können wir denn Gemeinwohl aufbauen, wie können wir denn solidarisch wirklich interagieren, wie können wir zusammenarbeiten, wie funktioniert Kooperation denn wirklich und nicht nur in der Familie, im Nachbarort, ne, oder in den Orten, in den Städten, im Land und dann mit den Nachbarländern. Und. Ich meine, da gab es ja auch, da sind wir ja nicht die Einzigen, die darüber berichten. Es gibt ja unglaublich intelligente Menschen, die ganze Bücher darüber geschrieben haben, wie so eine durchaus auch sinnvolle Zukunft aussehen kann. Und eben nicht die ganze Dystopie, die wir letzten Endes immer wieder von Hollywood reingewirkt bekommen. Ja, wo alles letzten Endes in Schutt und Asche liegt und der Mensch ein moderner Sklave wird. Das ist ja keine Zukunft, die wir haben wollen, sagen wir mal ehrlich. Und selbst ein im Mainstream jemand, der sagt, naja, das hat schon alles seine Berechtigung, was sie da sagen. Wenn du denen ernsthaft diese Frage stellst, dann will er das auch nicht. Oder nur die allerwenigsten. Also bedarf es doch endlich mal einer neuen Vision. Lass uns doch vielleicht zum Abschluss der Sendung, und liebe Zuschauer, keine Sorge, es wird nicht die einzige Sendung bleiben. Wir werden natürlich auch in die vielleicht tiefere Analyse von gewissen Themen mal eintauchen mit dem Gernot. Kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich sinnstiftend ist. Aber wie schaut denn deine Welt für dich, wenn du sagen würdest, ich hätte einen Wunsch frei. Wie sieht deine Vision aus? Wie sieht deine Welt aus? Wie gehen wir dann miteinander um? Welche Systeme machen aus deiner Sicht Sinn? Ja, wie ist deine Zukunftsvision? Tja, ich glaube, dass wir erkennen müssen, dass wir sinnlose Kriege geführt haben, um aus religiösen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen auch in der Vergangenheit.
dass diese Kriege viel länger in die ausgebreitet worden sind, gerade jetzt die letzten beiden Weltkriege bis heute nicht abgeschlossen worden sind, der große Kampf immer noch da ist. Und das können wir abschalten. Davon bin ich wirklich felsenfest überzeugt. Und wir sind dann in der Lage, auch auf der Basis, die unser Land und unser Volk, die Menschen hier in diesem Land geschaffen haben, auch diese Zukunft auszugestalten und unsere Interessen zu wahren, aber nicht im Rahmen einer rückwärtsgewandten Denke. Das ist das, was ich wirklich als Ziel für uns alle sehe. Wir dürfen und wir brauchen nicht das letzte oder vorletzte Jahrhundert wieder zu beleben und nochmal durchzuleben, sondern wir müssen für die Zukunft einen sinnstiftenden, einen tragenden Gedanken hier für unser Land schaffen. Eben nicht mit den nationalstaatlichen Fesseln, auch nicht mit Protektionismus, sondern vereinfacht könnte man sagen, wir machen mal sowas wie EU, aber richtig, unter Wahrung der eigenen Identitäten, der kulturellen Identitäten, auch unter Wahrung der wirtschaftlichen Stärke. Das heißt, wir können auch unterschiedliche Währungen, unterschiedliches Geld in einem hoffentlich friedlich vereinten, positiv ausgestalteten Europa der Zukunft haben. Und dann können wir als friedliche Nachbarn auch mit allen in Mittel- und Osteuropa, aber ganz besonders auch den Russen zusammenleben und können auch diese völlig sinnentleerten Strukturen des weltweiten Seehandels und auch dieser sinnlosen Ressourcenverschleuderung genauso beiseite packen wie dieses kranke Geldsystem und endlich das umsetzen, was ja schon viele immer auch angesprochen haben, auch in den letzten Jahrzehnten. Aber letztendlich ist der Gedanke schon alt und die Vorplanung dafür auch alt. Eine friedliche Welt schaffen, nicht, dass sich alle lieb haben müssen, aber ein wirkliches, auch mit Respekt ausgestattetes Miteinander der unterschiedlichen Völker mit wirklich unterschiedlicher Identität, auch sicherlich unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten, aber trotz alledem ein friedliches Zusammenleben. Und die Chancen dafür sehe ich wirklich sehr, sehr gut. Und auch die Möglichkeiten, das auszugestalten, gerade weil es auch Abbauprozesse gibt, bis hin zur katholischen Kirche, den Währungssystemen, dieses ganzen Rechtssystems. Das wird ja alles und ist teilweise ja auch schon abgeschafft worden in der Vergangenheit. Das sind vielleicht auch Themen, die wir dann nochmal in der nächsten oder übernächsten Sendung aufnehmen können, im Detail. Es ist viel mehr schon bereinigt worden und wir müssen einfach nur den Willen entwickeln, diese Zukunft auch zu gestalten. Für uns selber, für unsere Lebensumstände, für alle Nachbarn um uns herum mit den anderen Ländern, aber natürlich auch für die Zukunft. Und das ist eine tolle Aufgabe, die viel Freude bereiten kann. Wandel sehe ich als etwas sehr, sehr Positives. Und diesen zu gestalten, ist die Riesenchance, die wir haben. Das einzige Stabile im gesamten Universum ist der Wandel. Ja, das ständig sich ständig entwickeln und wir dürfen diese Entwicklung wieder annehmen. Während du deine Worte gerade sprachest, kam mir in den Sinn unsere deutsche Nationalhymne. Einigkeit, ja. Recht und Freiheit. Ich würde es vielleicht noch mit Brüderlichkeit, Ethik und Moral ergänzen, ja, denn dass wir diese Schlagbegriffe vielleicht auch drin haben. Und wenn wir einfach uns diese Begriffe mal wieder nehmen und sie anfangen, wirklich umzusetzen, und zwar das, was sie bedeuten, dann braucht es ja gar keine große Veränderung. Weil was es braucht, ist es wieder eine gerechte Justiz. Ja, was es wieder braucht, ist eben die Brüderlichkeit, das Verstehen aneinander, dass es kulturelle Unterschiede gibt und dass das gut ist und nicht ein Einheitsbrei gebraucht wird, eine homogene Masse, die irgendwas annimmt und dann einfach lebt, obwohl es gar nicht ihres ist. Und genau diese kulturellen Unterschiede auch wieder hervorzubringen. Wirklich starke Länder, Nationen, ja, die wirklich starke Menschen hervorbringt und auch eine Identifikation mit ihrer Nationalität einherbringt. Denn da schöpfen wir ja jede Menge Kraft heraus. Und das ist genau der Abbauprozess, von dem du sprachst, der schon ein paar Jahrhunderte läuft, dass man versucht, genau das eben halt alles über einen Kamm zu scheren. Und die Auswirkungen sind ja eigentlich jetzt erst wirklich drastisch deutlich zu sehen. Und das ist auch gut so, denn es bedarf ja erstmal des Hinschauens und Erkennen dieser Dinge, bevor wir sie dann natürlich auch in die Veränderung bringen, ne?
Richtig, aber dazu gehört auch, dass wir anfangen, uns mit unserer eigenen Schöpferkraft wieder auseinanderzusetzen und dass wir auch nicht versuchen, immer nur alles verstandsmäßig zu sortieren und an den Programmen festzuhalten, sondern dass wir auch mal wieder reinspüren und auch wirklich diese menschlichen Aspekte wieder mit in unser Leben integrieren. Weil ich finde, vieles, was in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat, schon hat nicht unbedingt was mit Leben zu tun, sondern mit Existenz im Idealfall. Und dieses gesamte Schöpferische, das Schaffende, das Aufbauende ist etwas, was wir hier gerade auch sehr massiv haben und worauf wir uns zurückbesinnen sollten. Davon sind wir auch getrennt worden und eben auch eine gesunde Ahnenbewusstsein mit den Leistungen, die unsere Vorgängergenerationen hier schon gebracht haben. Und dann fühlt man auch gewisse positive Aspekte wieder, anstatt sich von irgendwelchen Theorien kaputt machen zu lassen und psychisch zu missbrauchen zu lassen. Das ist etwas, was auch fehlt in dieser viel zu normierten Welt, wie du es ja gerade geschildert hast. Und wenn wir das hinkriegen, was du gerade auch sagtest, auch das Miteinander wieder zu stärken, den Gemeinsinn wieder vorzuholen, dann haben wir hier ratzfatz alles, was wir brauchen. Vielen Dank, dass du zum Abschluss dieser Sendung natürlich uns nochmal alle gesamt darauf hingewiesen hast, dass Ratio eine gute Sache ist, aber dass Ratio alleine nicht ausreicht, sondern unsere Gefühle, unsere Emotionen, man könnte es auch eine spirituelle, schöpferische Ebene nennen, dass die auch einen wesentlichen Bestandteil hat. Und ein Mensch, der schöpfen kann, oder man könnte es auch anders ausdrücken, ein Mensch, der gestalten darf, dem wird es niemals mangeln an Mut, an Motivation, denn er darf ja gestalten. Das ist Sinn und Zweck aller Existenz, die Entwicklung dessen. Und wenn wir das wieder zulassen und Rahmenbedingungen schaffen, dass der Mensch sich einfach wieder selbst gestalten kann, seine Umwelt gestalten kann, seine Mitwelt gestalten kann, dann ist es ja eben genau das. Das ist das, was uns dann antreibt. Und dann ist es eben nicht nur das schnöde Geld letzten Endes, ne, oder einzelne Güter und Ego, sondern dann sind wir automatisch in einem viel größeren Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und in diesem größeren Rahmen ist so viel mehr möglich. Aber das werden wir gerne in weiteren Sendungen mal ausmalen, was da eigentlich möglich ist. Möchtest du noch ein Schlusswort, möchtest du noch etwas den Menschen mit auf den Weg geben? Die Sendung kommt ja schon bereits nächste Woche. Für diejenigen, die es noch genauer wissen wollen, wir haben heute den 6. Juli, heute ist Drehtermin. Möchtest du den Menschen gerne vielleicht als Abschlusswort noch was mitgeben? Wenn ihr das nächste Woche seht und auch ob der ganzen Rahmenbedingungen, die dann aller Voraussicht nach schon auch durch die wirtschaftlichen und auch politischen Geschehnisse hier stattfinden. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, lasst euch nicht in die Angst treiben, sondern seht zu, dass wir zusammenfinden, seht zu, dass wir uns auch auf der Straße sehen, ob jetzt bei den zu erwartenden Protestgeschehnissen auch für die Lebensmittelgrundversorgung hier oder einfach auch mit der Initiative, die ich in den letzten Wochen auch häufiger angesprochen habe, lasst uns einfach rausgehen, lasst uns dort auch für Frieden eintreten. Das ist eine Initiative der weißen Flaggen, die durchs Land getragen wird. Ganz schlicht und ergreifend für Frieden und für den Erhalt eben auch unseres Landes einzutreten. Die Gräben zuschütten, wieder miteinander reden und miteinander wirklich sich wieder auch zusammenfinden und dann in den Gestaltungsprozess mit einsteigen. Aber lasst euch nicht weiter in die Angst treiben, auch nicht durch die politischen Äußerungen oder irgendwelche wirtschaftlichen Einflüsse. Und wir melden uns dann ja hoffentlich bald auch wieder, wenn wir zusammenhalten und wenn wir auch alle miteinander wieder reden, dann schaffen wir das alles, was in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Das glaube ich auch. Gernot, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Ausführungen soweit in der ersten Sendung heute. Vielen Dank auch für dein Schaffen und dein Wirken. Verzeihung. Bedanke ich mich jetzt mal einfach im Auftrag der Zuschauer für. Und wer mehr natürlich über dich erfahren möchte, wir verlinken unter dieser Sendung, egal auf welcher Plattform, lieber Zuschauer, du sie schaust, unter dieser Sendung findest du weiterführende Links. Denn wenn du einen Vortrag von besuchen möchtest, vielleicht von ihm, schau mal, ob es in deiner Stadt einen schon gibt. Wenn nicht, stell vielleicht Kontakt her, dann gibt es demnächst vielleicht dort einen. Denn genau so funktioniert auch Vernetzen. Vielen Dank, lieber Gernot. Ja, danke dir, Patrick. Vielen, vielen Dank. Bis bald.
Auch ich möchte die letzten 2 Minuten oder die letzten paar Sätze dafür verwenden, erstmal mich nochmal generell auch bei euch, liebe Mitmenschen da draußen, zu bedanken für euren Support. Ja, es ist wichtig, genau diese Themen auch immer wieder hochzuhalten. Danke auch für die Abos und natürlich auch den Zuspruch, E-Mails, die uns erreichen. Vielen Dank an die Beate, die den Kontakt zum Gernot hergestellt hat. Eine Zuschauerin von uns, die gesagt hat, Mensch, ihr beide müsst euch unbedingt mal unterhalten. Vielen, vielen Dank. Und euch, wie gesagt, da draußen, ja, nutzt die Zeit, vernetzt euch weiterhin. Das sind genau diese Themen. Arbeiten wir an der Zukunft und nicht an der Vergangenheit. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge bei Blaupause TV. Alles Gute. Ciao.